Ich glaube, das war jetzt sogar ausgeschaltet. Hat sich gelohnt. Ich bin mal gespannt, ob wir Feuerball 1 überhaupt lernen können. Wäre ja echt doof, wenn nicht, ey. Aber wofür brauchen wir dann diesen Kristall, wenn wir doch Feuerball Level 1 dann sowieso benutzen können? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ich glaube, wir schlafen jetzt nochmal ein Ründchen, damit wir unsere Lebenspunkte wieder auffrischen. So. Und weiter geht's. Da oben höre ich übrigens noch ein paar Gnome. Ich hoffe, dass wir dann bald die Werkzeuge zusammen haben. Dann können wir die Quest abgeben. Wir haben ja schon 7 oder 8 Stück. Es geht ja langsam voran. Allerdings gibt es hier natürlich überall noch diese Nebenwege. Und blöde Viecher. Hopsa. Da sind doch hier diese blöden Geier, ne? Halt's Maul. Boah, wie schnell waren wir denn da gerade? Warum konnten wir denn da jetzt so schnell angreifen? Da sind doch die Gnome. Listiger Gnome. Wow, Pauls gefährliche Monster. Was war das denn für eine Quest? Pauls gefährliche Monster. Hä? Alles. Pauls gefährliche Monster. Habe ich gar nicht die Quest. Interessant. Vielleicht eine Quest, die wir jetzt erledigt haben, die wir noch gar nicht hätten erledigen oder die wir jetzt auch irgendwann erledigen sollen. Maximales Mana plus 10 ist nicht schlecht. Aber da finde ich die, die wir haben, besser. Wobei wir, solange wir noch keinen Stab haben, den anderen Ring vielleicht reinpacken sollen. Hätte ich schon die ganze Zeit machen müssen. Aber naja. Ah ne, Mana bringt uns ja auch noch nichts. Nehmen wir lieber erstmal Stärke. Wir haben ja noch keine aktiven Zauber. Darf ich nur nicht vergessen, das wieder zu ändern. Ne, hier war auch nichts mehr. Hopsa. Und da oben ist die Vulkanfestung. Hey, warte mal. Ich habe gesehen, wie du den Berg raufgekommen bist. Und? So wie du aussiehst, hast du hier draußen nichts zu suchen. Willst du mir Ärger machen? Nee, Mann, ich nicht. Wenn Santiago dich sieht, kriegst du schon mehr als genug Ärger. Was ist mit Santiago? Er gehört zur Inquisition. Das sind harte Kerle. Der steckt dich ohne zu fragen in die Vulkanfestung. Was passiert in der Vulkanfestung? Sie ziehen dir einen Rock an, drücken dir einen Stab in die Hand und lassen dich trainieren. Und dann darfst du noch den Hof fegen oder Wache schieben. Und die Scheiße dabei ist, du kriegst nicht mal ein kühles Bier. Alles, was es in der Vulkanfestung gibt, ist ein alter, verschlossener Weinkeller. Und was machst du hier? Nach was sieht's denn aus? Ich stehe mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Hier, trink mal einen kühlen Schluck. Ist das etwa ein Bier? Mann, tut das gut. Danke. Warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran habe ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut, immer Rekrut. Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich sofort wieder zurückgebracht. Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da ziehe ich die Vulkanfestung vor. Deine Monster sind erledigt. Wirklich? Du hast gegen diese Schrecklichen... Du hast dich ihnen gestellt? Gnome. Es war eine Bande von kleinen Gnomen. Oha. Gnome? Bist du sicher? Ich meine... Danke. Schon gut. Hör mal,
Es ist vielleicht besser, wenn wir das nicht an die große Glocke hängen. Waren ja nur ein paar Gnome, oder? Schon gut. Danke. Ich habe hier auch noch ein paar Münzen für dich. So schlimm kann es schon nicht werden. Tja, ganz wie du meinst. Dann geh zu Santiago und lass dich rekrutieren. Hoffentlich bleibt es ruhig. Ja, das haben wir vor. Wir werden zu Santiago gehen und uns rekrutieren lassen. Vorher gucken wir allerdings noch, ob wir hier irgendwelche Sachen vergessen haben, beziehungsweise noch nicht mitnehmen konnten, jetzt gerade durch den Dialog. So, der hat hier sein Lagerfeuerchen und da oben ist wer. Deswegen speichere ich nochmal. Santiago. Na, wen haben wir denn da? Du siehst mir aus wie ein Herumtreiber. Und das Herumtreiben auf der Insel ist verboten. Also wenn du mir keinen vernünftigen Grund nennen kannst, warum du hier bist, wirst du rekrutiert. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ist das so? Das kannst du Meister Pallas in der Vulkanfestung erklären. Ich bringe dich direkt mal zu ihm. Herzlichen Dank. Aha, ein weiterer Rekrut. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast, nicht wahr? Ich habe mich freiwillig gemeldet. So? Dann hast du bestimmt etwas mitgebracht, das du vorweisen kannst, nicht wahr? Ich habe diesen Brief von Carlos. Aha, ein offizielles Schreiben. Dann lass mich mal sehen. Willschwur. Ja. Ach, so ist das. In der Stadt gearbeitet. So. Verstehe. Sehr schön. Männer wie dich können wir gut gebrauchen. Wofür? Das kannst du dir selber aussuchen. Entweder du wirst Rekrut und wir machen dich zum Ordenskrieger. Oder? Wenn dein Wille stark und dein Geist offen ist, wirst du Novize. Und wir machen einen Magier aus dir. Aber wie du dich auch entscheidest, erst wirst du die Grundausbildung absolvieren. Was ist die Grundausbildung? Man wird dir die Grundlagen des Stabkampfes beibringen. Sobald du sie absolviert hast, werden sich die Meister um deine weitere Ausbildung kümmern. Egal, welche Richtung du einschlagen willst. Was erwartet mich als Magier? Das Studium der Magie ist anspruchsvoll und voller Entbehrungen. Fleiß, Geduld und Übung sind die Eigenschaften, die du mitbringen musst. Und du wirst deine kämpferische Ausbildung vernachlässigen, denn das Studium verlangt deine volle Konzentration. Dein Lohn jedoch ist mächtig, denn wir gewähren dir Zugang zu allen Zaubersprüchen. Was heißt es, ein Ordenskrieger zu sein? Jeder Ordenskrieger lernt den Kampf mit dem Stab und die Grundzüge der Magie. Ein ausgebildeter Ordenskrieger ist nicht nur auf seinen Stab angewiesen, sondern versteht es auch, machtvolle Kampfsprüche zu wirken. Ich will Ordenskrieger werden. Dann geh nun durch den Gang zu meiner Rechten. Dort wartet bereits der Rekrut Bruno. Er wird dir dein Gewand geben und dir alles weitere erklären. Was ist deine Aufgabe? Abgesehen davon, dass ich mich um die neuen Freiwilligen kümmere? Ich bin der Verwalter der Vulkanfestung und damit habe ich mehr als genug zu tun. Brauchst du Hilfe? Nein. Kümmere du dich um deine Ausbildung und deine Prüfungen. Prüfungen? Was für Prüfungen? Jeder Magier wird dich prüfen und das wird schon schwierig genug für dich werden. Also höre ihnen gut zu und lerne fleißig. Das ist es, was ich von dir erwarte. Hast du eine Prüfung für mich? Du hast bereits viel für den Orden getan. Es ist nicht notwendig, dass ich dich prüfe. Sehr gut. Dann zu seiner Rechten, hat er gesagt. Das ist doch hier, ne? Was gibt's? Meister Pallas sagt, du hast einen Rock für mich. So, sagt er das? Ich sage, den Rock musst du dir erstmal verdienen. Feg erstmal die komplette Eingangshalle. Dann bekommst du deinen Rock. Machen wir mal einen auf aufsässig. Das kannst du vergessen. Gib mir meinen Rock. Es war doch nur ein Scherz, Mann. Hier ist dein Rock. Zieh ihn gleich mal über. Sehr gut. Ziehen wir die automatisch an? Na also, passt doch. Und ich habe hier noch eine Karte für dich. Die kriegt jeder neue, damit du dich nicht verläufst. Sag mal, du hast dich doch nicht etwa freiwillig gemeldet, oder? Natürlich habe ich mich freiwillig gemeldet. Bist du lebensmüde?
Weißt du nicht, was mit uns passiert? Erzähl's mir. Glaubst du etwa, der Orden hat ein Interesse daran, uns aufzunehmen? Die benutzen uns als Schwertfutter. Nach einem kurzen Training schicken sie uns in die Ruinen. Und von da sind bisher nicht viele wiedergekommen. Erzähl besser keinem, dass du dich für diesen Scheiß freiwillig gemeldet hast. Die meisten sind nämlich nicht freiwillig hier und halten dich bestimmt für einen Spinner. Wo kann ich hier schlafen? Es wird das Beste sein, ich zeige es dir. Wie komme ich hier wieder raus? Genau das habe ich auch gefragt, als sie mich hier reingeworfen haben. Aber keine Sorge, irgendwann werden sie das Tor öffnen. Irgendwann? Das klingt so weit weg. Nun, Meister Ignatius entscheidet, ob das Tor geöffnet wird. Also mach dich nicht verrückt, sondern sieh dich erstmal in Ruhe um. Das finde ich gut. Wer ist Meister Ignatius? Wer Meister Ignatius ist, willst du wissen? Wenn Meister Ignatius sagt, das Tor wird geöffnet, dann wird das Tor geöffnet. Er ist also der Chef? Ja. Ja, ganz genau. Er ist der Chef. Zumindest war er der Chef, bis der Inquisitor gekommen ist. Der hat nämlich jetzt das Kommando. Aber glaub mir, der schert sich nicht um uns Rekruten. Dann zeig mir mal meinen Schlafplatz. Gehen wir. Okay, folgen wir ihm mal. Sehr interessant das Ganze. Direkt mal speichern. Ich habe mir die Vulkanfestung irgendwie anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. So mehr mit Lava und so, dunkle Steine. Hey, ein neuer Rekrut. Du hast wohl gegen das Gesetz verstoßen, was? Ich glaub ja nicht, dass du hier machen kannst, was du willst. Hier in der Festung unterstehst du meinem Befehl. Also, besorg dir einen Stab und schwing dann deinen Hintern wieder zu mir. Verstanden? Wer bist du? Ich bin Bronco. Für dich, Meister Bronco. Ich bin hier, um aus euch Waschweibern echte Kerle zu machen. Und wenn ich mir dich so ansehe, dann weiß ich, dass das ein Haufen Arbeit wird. Also stell keine blöden Fragen, sondern tu, was ich dir sage. Wo bekomme ich einen Stab? Das musst du schon alleine rausfinden. Oder bist du zu blöd dafür? Warum soll ich mir einen Stab besorgen? Weil du mir zeigen wirst, ob du überhaupt in der Lage bist, einen Stab richtig zu halten. Wobei ich befürchte, dass du keine Ahnung vom Stabkampf hast. Und deshalb wirst du trainieren. Jeden Tag, wenn es sein muss. Bis ich mit dir zufrieden bin. Aber du trägst selber keinen Stab. Du bist ein Schlauberger, was? Ich bin ja auch nicht hier, um zu trainieren, sondern um aufzupassen, dass ihr trainiert. Niemand ist besser dafür geeignet, auf einen Haufen Verbrecher aufzupassen, als ich. Ich bin sofort wieder da. Das heißt, ich bin sofort wieder da, Meister Bronco. Wie auch immer. Na warte, Bursche. Du hast wohl noch nicht kapiert, wie das hier läuft. Aber keine Sorge, ich werde dir schon den nötigen Respekt beibringen. Das werden wir sehen. Okay, Bruno, weiter geht's. Das hier ist der Trainingshof. Den wirst du noch zu Genüge kennenlernen. Hier findet deine Grundausbildung statt. Wie lange dauert sie? Bis Bronco sagt, dass du fertig bist. Erst danach wird Meister Vitus deine Ausbildung weiterführen. Aber lass uns mal weitergehen. Deine Kammer teilst du dir mit Hemmler. Komm. Ich zeig dir, wo es ist. Wir machen jetzt hier mal einen so ein bisschen auf aufsässig, denn wir sind ja hier nicht, um verarscht zu werden, sondern einfach um zu trainieren, ein Ordenskrieger zu werden und die Zaubersprüche zu lernen. Also Freunde werde ich mir hier nicht machen, das kann ich euch sagen. Ich werde so respektlos sein, wie es nur geht. Und dann ist gut. Das ist Vitus, alles klar. So, jetzt aber erstmal hinter Bruno her in unsere Schlafgemächer, beziehungsweise in unser Schlafgemach. Und ja, mal gucken. Danach auf zum Stabkampf, würde ich sagen. Hauen wir dem mal einer aufs Maul. Und dann ist gut. Das ist deine Kammer. Aber ich frage mich... Was ist los? Der Inquisitor. Er ist in deiner Kammer. Der gibt sich sonst nie mit uns Rekruten ab. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich Ärger. Ich mache mich am besten wieder auf den Weg. Ich will damit lieber nichts zu tun haben. Wo bekomme ich hier einen Stab? Versuch's doch mal beim Koch. Was? Nur ein kleiner Witz. Bei Carlsen, dem Schmied natürlich. Versuch's doch mal beim Koch. Du, was ist los?
Dieser Rekrut ist ermordet worden. Was hast du damit zu tun? Ich soll hier schlafen. Ich bin neu hier. Und genau deshalb bist du der Richtige dafür. Du wirst herausfinden, wer für diese Schweinerei verantwortlich ist. Verstanden. Wie soll ich vorgehen? Meister Vitus wird dich in dieser Angelegenheit unterstützen. Gut. Was genau ist hier passiert? Das Ergebnis meiner Untersuchung ist eindeutig. Dieser Mann wurde von hinten niedergestochen. Es gibt keine Anzeichen von Magie. Es gibt also keinen Grund, dass ich mich mit dem Fall befasse. Wieso ich dann? Willst du meinen Befehl in Frage stellen? Ich will nur wissen... Du wirst tun, was ich dir sage. Und du wirst niemals wieder eine meiner Entscheidungen in Frage stellen. Du weißt, was zu tun ist. Du wirst dich darum kümmern, Rekrut. Alles klar. Können wir den ausnehmen? Küchenmesser, danke. Ach so, Tatort untersuchen. Das gehört also dazu. Gut, dann gucken wir in die Kiste. Alles nehmen. Das gehört jetzt nicht dazu. Naja, da haben wir Wurst. Gehört jetzt auch nicht dazu. Da haben wir Wein. Den nehmen wir natürlich gerne. Hemmlers Goldbeutel. Oh ja, nehmen wir auch mit. Und da ist noch irgendwas anderes. Und da haben wir den Tatort untersucht. Legen uns kurz ins Bettchen. Und ja, gehen wieder auf. Na komm. So. Tatort ist untersucht. Was sollen wir als nächstes machen? Wahrscheinlich zu Dingensen gehen. Na, wo war das denn jetzt hier? Welt? Nein. Hier? Finde den Mörder, genau. Alles klar. Ja, ich speichere mal und weiter geht's.